Hallo meine lieben Zuschauer, ich und der liebe Speedy. Wir spielen heute mal keinen Rocket League, wir spielen Star Wars Battlefront und wir spielen Helden vs. Schurken. Ja, hi. Oh nee, nicht schon wieder optimaler Serverstandard wird gesucht. Ah. Ich bin nicht weiter. Klick einfach auf Helden vs. Schurken. Nicht wundern, dass wir so müde sind. Wir nehmen um 23.47 Uhr auf. Es könnte sein, dass wir etwas müde sind. Wenn ich jetzt gemein... Weißt du, ich habe ja mal so eine Folge auf Mindfun aufgenommen. Wenn Apo dahinter kommt, werde ich gebannt. Man darf nicht ohne Apo als Erlaubnis auf dem Server aufnehmen. Soll ich das sagen? Mach doch. Die Folge ist schon online. Und die heißt, ich gehe mitten in der Aufnahme aufs Klo. Jetzt haben sie mich rausgemoved. Jetzt haben sie mich. Jetzt haben sie mich in AFK gemoved. Ich könnte jetzt so ganz gemein. Alter, ich wollte doch nur ein paar Mädchen tratschen. Wie Mädchen rumtratschen. Ah. Ach nee, nicht gegen Bosk und den anderen Spacko da. Und den alten Opa. Bist du Held? Oh, Speedy, willst du mein Lichtschwert in dein Gesicht bekommen? Halt mal, du hast hier gar nichts zu sagen. Du bekommst mein Lichtschwert in dein Maul. Ob du willst oder nicht, du kriegst es. Hilf, ich kämpfe gerade gegen den Imperator. Und gegen Vader. Hilfe, hier ist Vader. Bei den Helden ist eindeutig Vader. Bei den Helden sind eindeutig die Bösen im Vorteil. Außer wenn es darum geht, Lichtschwert gegen andere Scheiße. Wenn es darum... Ja, geil. Nur noch Chewbacca und ich. Ich hab gut Schaden gemacht. 18. Ja, ich renn grad Chewbacca. Och nein, biete kein Vader. Nein, werde ich nicht. Solange ich wegrennen kann, werde ich nicht verrecken. Mit 15 H- selbst mit 15 HP. Ich folge den. Du Hure! Imperator! Komm, wir spielen Verstecken! Komm, du kannst ihn dir doch so leicht zeigen. Ich spiel mit dem Imperator gerade Verstecken. Oh toll. Keine Chance. Ja, die Bösen sind halt so OP. Wen soll ich nehmen? Keine Ahnung, nimm mir einen neuen. Nimm das, worauf du Bock hast. Ich weiß es aber nicht. Da kann ich ja jetzt auch vom Teamspeak runtergehen. Was du willst. Ich nehme alle. Oh, die haben auch alle Stellen. Also Boba Fett gegen Luke. Luke wird geschnetzelt.
Boba Fett war so der einzige Held, der so richtig hart aufnehmen konnte mit Luke. Ich muss gerade erstmal meine Handyhülle wieder drum machen. Luke, du hältst jetzt deine Schnauze. Ich gebe keinem Deckung. Ich werf mich vor keinen anderen Typ. Noch nicht mal vor meinem Lieblingscharakter. Oh ja, geil, ich kann eine Ehrengarde werden. Ich bin tot. Ich war 5 Sekunden eine Ehrengarde. Ich kann wieder eine werden. Nein! Nein, keine Ehrengarde ficken! Hey, lol, kann sein, dass der Imperator leicht hackt? Lol, der Imperator hat mich über die Hälfte der Map weggeblitzt. Dieser miese Hacker. Los, komm. Wir geben dir Rückendeckung. Scheiß intelligente Rakete. Wie Vader einfach nach mir guckt. Mal Dioxus reingehauen. er läuft einfach durch die Dioxus. Ich stehe am anderen Ende. Er checkt, seit ich da stehe. Ist gereckt. Weg der Schnitzel. Ha! Ich hab'n Droid. Ha! Ich hab dem Imperator noch Schaden gemacht. Hast jetzt ohne Scheiß die CA-545. Du musst damit Feuerbündel nehmen. Das ist so OP, CA und Feuerbündel. I play Pokémon. Go. Mach ich die. Speedy, weißt du, ich hab ganz vergessen. Ich hab ganz vergessen, dass wir aufnehmen. Wenn man Speedy jetzt immer noch doppelt hört, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ihr vielleicht ein Problem fix wisst. Ich bin jetzt auch Held wieder. Hast du Lea genommen? Mhm. Ich bleib bei dir. Schade, wieso hast du nicht gesagt, ich bin Han Solo? Hätten wir mal den Teil zwischen 6 und 7 in der Aufnahme nachspielen können. Ich will noch rechts gehen. So stark ist der gar nicht. Scheiße, ich müsste mal meinen Fernsehsound leiser stellen. Alter, wie Schaden machen die? Yo! Jo, das fühlt sich. Das fühlt. Jo! Der Vader, ich hab dem keinen einzigen Schaden abgezogen und ich war Chewbacca. Denkst du, bei mir war das bei dir? Jo, die haben mir so innerhalb von ein paar Sekunden fast mein ganzes Leben abgezogen. Das war bei mir auch so. Das kann doch gar nicht sein. Ist der Imperator jetzt auf einmal? Ich glaub schon. Stimmt ja, ich wollte mir noch die Isle of Radio. Kann ich nämlich auch mal Radio hören? Oh nein. Isle of Radio ist nämlich voll die geile App. Ich hab 4 Schaden an Boba Fett.
Oh mein Gott. 4 Schaden. Du bist der übelst Babbo. Ha? Wo war dieser Spacko? Boba stand einfach oben auf der Plattform, versucht ein 101 gegen Han Solo. Ich drehe mich um ihn und kill ihn. I love radio, ist so geil. Bitte alle, die jetzt zugucken, I love radio lieben. I love von I love radio ist der Musikbot auf Mindfahren. Hast du das nicht gewusst? Die sagen das immer, I love radio. Weißt du, wie oft ich da bin? Okay, lass mich verlassen. Wollen wir dann Kampfläuferangriff spielen? No. Oder wollen wir Infiltration? Nee, erstmal Kampfläuferangriff, ich möchte. Nach Kampfläuferangriff muss ich Dingens. Nach Kampfläuferangriff muss ich mal Dingens machen. Dingens? Was? Ja, nach Kampfläuferangriff ist die Aufnahme dann ja wieder schon zu Ende. Ja. Allein eine Runde hat jetzt schon 10 Minuten gedauert. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Folge machen soll oder ob ich das in den nächsten Part machen soll. Soll ich jetzt Kampfläuferangriffen noch eine Runde reinhauen oder? Jetzt kannst du ja entscheiden. Ah komm, den Kampfläufer können wir noch hinten dranhängen. Dann mach jetzt mal von hier jetzt Cut und dann, wenn wir in einer Runde drin ist, dann machen wir weiter. Was soll ich? Mach mal einen Cut, also ich versuche das auch hier alles rauszuschneiden. Was soll ich machen? Und dann versuch mal einen Cut hier reinzumachen. Und da sind wir wieder, meine lieben Zuschauer. Ich habe hier jetzt einen Cut gesetzt. Stimmt ja, Bobas. Man muss auf Bobas Jetpack schießen, dann fliegt Boba in die Luft. Wenn du auf Bobas Jetpack schießt, dann explodiert das und der kriegt extrem viel Schaden und kann nicht fliegen. Oh Leute, ich wusste gar nicht, das haben wir erst heute. Nein, das gibt's schon seit Anfang des Games. Und das Jetpack und das Jetpack fängt an zu brennen. Also quasi ein Easter Egg auch von Dings davon. Teil 5? 5, ganz am Anfang, wo der hinten, wo Han Solo diesen komischen Stab da reinrammt. In Boba Fetts Jetpack. Nein. Doch, und dann explodiert. Ja? Da tut Han Solo, hat so einen komischen Stab und er dreht den und tut den hinten in Boba Fetts Jetpack reinhauen und dann geht das kaputt und dann fliegt er so komisch durch die Luft. Ich finde das hier voll geil mit diesem, hier wo dieser X-Wing, wo der hier so geflogen ist und dann hier so voll rein. Ich finde das voll geil. Besonders so wie der X-Wing aufgeknallt ist, kann der Fahrer sogar noch leben. Sie sind in der Überzahl! Rebellenbomber nehmen unseren AT-AT aufs Korn. Ja gut, ich frag mich gerade, wie konnte ich den Uplink deaktivieren? Nur mit einem AT-AT zu Hilfe? Ja gut. Speedy, weißt du, auf welchen ich jetzt einen mache? Einen auf Sniper. Feindlicher Uplink ist offline. Und jetzt holt sie euch. Wieso machst du einen auf Rainbow? Rambo. Hey, falsche Richtung. Komm zurück. Rambo, Chamber. Solo macht Tembo. Keinen Ärger mehr. Die Rebellen haben die Uplink-Station übernommen.
Es gibt zwar eine bessere Waffe als die DLT, aber irgendwie ist die DLT voll geil zum Snipen. Wir haben Ihr Signal unterbrochen. Macht weiter Druck auf diese Rebellen. Ha. Jo, da hat sich einer hochgemacht. Ich nehme wohl doch eher diese eine Sniper da. Die TRW Präzisionsgewehr. Da hat sich einer von denen hochgekämmt. Der sniped jetzt. Das kann sein. Verteidigt unseren Kampfläufer. Sein Schildgenerator ist gleich wieder online. Halt die Fresse, PC. Schützt unseren Kampfläufer. Die Rebellen setzen ihn heftig zu. Hör auf. Irgendwie habe ich gerade an Pizza gedacht und jetzt habe ich voll Hunger. Ha, ha, die ewige Schleife des Lebens. Ha, ich habe so einen Sniper bekommen. Er hat einfach die Impulskanone. Das Rebellenpack hat die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um unsere Kampfläufer zu schützen. Wir haben den Ablenk der Rebellen deaktiviert. Lass nicht zu, dass sie ihn reaktivieren. Psst, psst, psst. Speedy, weißt du, wenn diesen komischen Terminator da drinnen sitzt? Ich aus. Nein! Ich hab's gerade gehört. Danke. Ja, Digga, der schießt halt mit der DLT im Nahkampf. Jo, jo, Vorsicht, irgendwas ballert da gerade auf uns. Ja, hier. Wer oder was habe ich nicht gewusst, aber irgendwas. Ist so ein Alien, ach komm. Oh, jetzt habe ich dieses kleine Bitch-Ding da. Ach komm, ey, wait, willst du mich wirklich herausfordern? Den besten Pilot im ganzen Universum. Ich hab mich gerade nett an dem komischen Turm explodiert, nein. Ne? Ne? Das sehe ich nicht ein, der ich gerade an so einem hässlichen Turm explodiert bin, nein. Ha, ein A-Wing ist explodiert. Bottle Flip. Zombie Photoshop. Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Oh, ich hatte übelst gerade Magenblähung. Mein Zimmer riecht jetzt nach 3 Tagen Kot. Willst du Kot kaufen im Mediamarkt? Wir haben den Ablenk der Rebellen unterbrochen. Lass nicht zu, dass sie ihn reaktivieren. Digga, sie regen auf. Die Rebellen haben den Ablenk aktiviert. Vorrücken und abschalten. Ich werde so. Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt so hart, die haben ihren Helden, aber das war kein Held. Okay, nein, das war jetzt unfair wie ein Sau.
Die kommt einfach, schießt mich ab, ich bin down. Was würdest du sagen, ist das stärkste Item hier im Game? Was würdest du sagen, ist das stärkste Item hier im Game? Thermal, ich würde sagen Thermal Imploder und dieses andere Bitch-Ding da. Und Orbitalangriff. Ah, ich habe auch einen schönen AT-AT. Ach nee, da kommen ja wieder diese hässlichen A-Wings. Ich werde gleich instant aus dem Ding hier rausspringen. Wenn wir gleich ein neues Helm-Pickup bekommen. Wir haben Skywalker unweit von eurer Position geortet. Schaltet den Jedi aus. Rebellen ablinks geortet. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Weißt du wo? Ja. Richtig ein Noob. Jo, jo. A-Wings fucken so hart ab. Haben wir schon einen Held? Von der Seite. Jo, Sandsturm. Och nee, da steht Luke. Ja, oh Gott, kann ich... Ah, toll, werde abgeschossen. Da kam Orbi. Ich hab schon den Arm, nein! Rebellenablink gestört. Wir haben immer noch kein Helm. Wo ist denn unser Helmpicker? Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie wieder abschalten, um uns. Ich warte nur drauf. Es taucht nicht auf. Auf dem Feld hier ist eigentlich eins der Heldenpickup 1. Das Heldenpickup 1 der wichtigsten Items. Aber auf dem glatten Schlacht. Aber auf diesem flachen Schlachtfeld ist das richtig krass. Ach nee, wieso Imperator? Wieso hat der diesen Imperator gewählt? Der Imperator ist simpel. Jo, diese A-Wings fucken halt ab. Speedy. Yo, diese A-Wings fucken ab wie ein Sau. Es tut mir leid, dass ich das sage, aber es stimmt halt, Zuschauer. Ich könnte eigentlich mal im Hintergrund I Love Radio anhaben. Da bekomme ich keinen. I Love Radio bräuchte auch Copyright-Rechte. Oder hat sie welche? Ich glaube, einer von ihr hat welche, oder? Ich weiß es nicht. Bester. Bester komisches Teil da, Forever Alone. Er kommt. Nein, Speedy, du hörst damit auf. Kann es sein, dass ich jetzt zweimal hintereinander diese Dreckskartenerneuerung bekommen habe? Diese Bitch.
Oh, Entschuldigung für die. Ich krieg schon wieder Kartenerneuerung. Jetzt schon zum vierten Mal. Scheiße. Los, Draven. Kam ein Draven in der Underground. Ich hab gerade ja. Ich bin so in einem komischen Plasterding da drinne. Hase ist da kurz danach, wo ich ausgestiegen bin, ist es explodiert. Die kriegen's nicht mit ihrem. Weißt du, ich lieb das, wenn du dein Jetpack benutzt, dann getötet wirst, da einfach so in der Luft so rumwirbelst. Oh, 41 Kills und 16 Tode hat unser erster. Und unser erster Platz ist natürlich unser Held. Er fliegt einfach in mich rein. Ja, das hasse ich so hart, wenn diese T-Luftspeeder einfach in mich reinfliegen. Was ist der Stress? Die beschädigten Schilde sind so gut wie repariert. Sie haben den Kampfleuter am Haken. Sieg, yes. Der Luftspeeder wollte sein Glück herausfordern. Ich habe ihn abgeballert. Guck dir meine Kills an. Ich bin geil. Nummer uno. Ich bin Zweiter. Ich bin sogar ein. Dann gehe ich jetzt ins Menü. Und dann war's das auch schon mit der heutigen Folge. Okay, der liebe Speedy Cox musste jetzt offline. Das heißt, die Folge ist jetzt zu Ende. Tschüss.